Guten Morgen. In ganz Österreich wird heute wieder ein Zivilschutzprobealarm zu hören sein. Dabei wird getestet, ob die tausenden Anlagen störungsfrei funktionieren. Und auch die Bevölkerung soll mit der Bedeutung der Signale vertraut gemacht werden. Ö3-Reporter Jürgen Pettinger. Nach dem üblichen Sirenentest um 12 Uhr mittags gibt es um 12.15 Uhr 3 Minuten lang einen gleichbleibenden Dauerton. Im Ernstfall sollten dann alle Radio oder Fernseher aufdrehen. Der ORF würde auf allen Kanälen über Verhaltensmaßnahmen informieren. Um 12.30 Uhr folgt 1 Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton, der bedeutet, dass man Schutzräume aufsuchen soll. Und um 12.45 Uhr wird mit einem einminütigen Dauerton die Entwarnung getestet. Innenministeriumssprecher Patrick Meyerhofer. Wir sprechen hier von rund 8.300 Feuerwehrsirenen und Österreich hat damit auch als eines der ganz wenigen Länder eine wirklich flächendeckende Sirenenwarnung. Bisher hat es noch nie einen österreichweiten Zivilschutzalarm gegeben. Bei Murenabgängen oder Hochwasser wurde aber schon öfter in den jeweils betroffenen Regionen gewarnt.